Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Kusch an. Dieser hat über das 72-Stunden-Business geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. 72-Stunden-Business – ein eigenes Online-Business aufbauen. Im Kurs 72-Stunden-Business von Matthias Brandmüller geht es um die Gründung eines eigenen Online-Business und wie man damit bequem von daheim Geld verdienen kann. In Form von Videos und diversen ergänzenden Texten wird dies so dargestellt, dass man am Ende des Kurses selbst in der Lage sein sollte, im Internet ein Geschäft zu gründen, innerhalb von nur 3 Tagen, also 72 Stunden. Der Entwickler, Matthias Brandmüller. Produziert wurden die Videos von Matthias Brandmüller, der selbst erfolgreicher Internetunternehmer ist. Schon seit mehr als 8 Jahren gibt er sein Wissen an Leute weiter, um diesen zu helfen und zu zeigen, wie man heutzutage das Internet für sich nutzen kann, um so zu etwas mehr oder der totalen finanziellen Unabhängigkeit zu gelangen. Er selbst gibt Webinare und ist CEO der E-Learning-Plattform allesmarketing.de. Worum geht es eigentlich im 72-Stunden-Business? Wie der Titel des Ganzen schon hergibt, werden hier alle nötigen Informationen weitergegeben, damit jeder in der Lage ist, sich ein lukratives Geschäft im Internet zu machen. Das Ganze ist in 3 Stunden Videomaterial verpackt, aufgeteilt in 5 Module und einer Checkliste. Man muss fast keinerlei Voraussetzungen mitbringen, um die gezeigte Strategie umzusetzen. Es sind keine technischen Vorkenntnisse gefragt, noch braucht man teure Ausrüstung oder gar eine eigene Webseite, selbstlaufende Kosten entstehen nicht. Das nötige Startkapital ist gering oder sogar gar nicht vonnöten. Im Kern geht es um Webinare. Zur Erklärung. Ein Webinar ist ein Seminar nur mit dem Unterschied, dass es im Internet gehalten wird. Ein Webinar kann also jeder besuchen, der Internetzugang hat. Webinare können live sein, das heißt der Redner sitzt tatsächlich zur gleichen Zeit vor der Kamera wie die Teilnehmer hinter dem Bildschirm. Der Redner kann so in Echtzeit auf Fragen der Zuschauer reagieren und sein Webinar entsprechend gestalten. Webinare können aber auch vorproduziert sein. Das wiederum heißt, dass das Videomaterial schon vorher aufgenommen wurde und nur zu bestimmten Zeiten gezeigt wird. Ein Webinar kann jeder erstellen, der sich mit etwas besonders gut auskennt. Es gibt zum Beispiel massenweise im Bereich von Fitness oder Finanzen. Den Zugang zu einem solchen kann man kostenpflichtig gestalten. Das bedeutet, jeden Platz, den ein Teilnehmer einnehmen kann, kann man verkaufen. Wenn man also Experte auf einem Gebiet ist, kann man ein Video aufnehmen, wo dieses Wissen enthalten ist und es gewinnbringend weiterverkaufen. Wie das alles funktioniert, wird hier genau erklärt. Darüber hinaus werden Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man dann sein Webinar, also sein Produkt, vermarktet. Zum Beispiel über eine Landingpage oder sonstiges. Ziel ist es, an einem Tag zwischen 500 und 1000 Euro oder mehr zu verdienen, in einem vollkommen automatisierten Prozess. Gemeint damit ist, dass irgendwann das System für einen arbeitet, wenn man es zunächst korrekt aufgebaut hat. Was kostet es? Preislich liegen wir hier bei einem Aktionspreis bei 97 Euro. Der reguläre Preis liegt bei 597 Euro. Mit inbegriffen ist eine Geld-Zurück-Garantie, sofern man das Gefühl hat, dass man nach dem Kurs die Strategie für sich nicht umsetzen kann. Meine Bewertung. Matthias Brandmüller hat hier sehr viel Wissen in kompakter, komprimierter Form verpackt. Es wird einem alles gezeigt, was man braucht, um sein eigenes Webinar zu erstellen. Worauf muss man achten bei den Videos? Wie geht es weiter, nachdem ich mein Webinar aufgenommen habe? All dies wird beantwortet. Und dann kommt der spannende Teil. Das Gestalten der Landingpage und die Veröffentlichung. Dabei werden eine Reihe von Anbietern empfohlen, die eine Plattform für das persönliche Webinar bieten. Denn man braucht natürlich einen sogenannten Hoster. Danach geht es dann an die Vermarktung, das Online-Marketing, die Königsdisziplin. Damit steht und fällt die ganze Unternehmung. Wenn man hier nicht erfolgreich ist, kann man auch nicht verkaufen und kann Geld verdienen. Der Marketingteil beinhaltet das Nötige an Informationen, um einen soliden Start hinzulegen. Hier kann man aber auch durchaus noch sich weiter umschauen und nach anderen Methoden suchen, da es dort so viel mehr zu lernen gibt, als in diesem Kurs gezeigt wird. Da lohnt es sich auf jeden Fall, einen aufs Online-Marketing spezialisierten Kurs oder E-Book sich zuzulegen. Insgesamt kann man es dennoch als Komplettlösung bezeichnen, da man nach dem Kurs genau weiß, wie man theoretisch im Internet ein Business auf die Beine stellen kann. Das Schwierigste dabei ist, eine Idee zu haben und die Motivation zu haben, diese auch lebendig werden zu lassen. Wenn man das Gefühl hat, kein Experte zu sein in irgendeinem Bereich, so kann man auch kein Webinar erstellen. Man kann immer noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, sich Expertenwissen anzueignen, indem man verschiedene Quellen anzapft in Form von Fachbüchern, Blogs, E-Books oder was es nicht alles gibt. Mein Fazit:
Den Preis von 97 Euro finde ich gerechtfertigt für das, was man bekommt. Wenn ich mir jetzt jedoch vorstelle, den regulären Preis von fast 600 Euro bezahlen zu müssen, so würde ich schon kräftig schlucken, da ich das doch etwas hoch angesetzt finde. Webinare können durchaus ein wirtschaftliches Geschäft sein und Gewinne von 500 oder 1000 Euro sind möglich, aber schwierig zu erreichen. Man braucht schon herausragenden Inhalt und qualitativ hochwertiges Wissen, damit die Leute auch wirklich ihr Geld bei einem Webinar lassen. Ein Online-Seminar muss so gestaltet sein, dass der Teilnehmer mit dem Gefühl rausgeht, das Geld gut investiert zu haben. Entweder weil er jetzt weiß, wie er selbst mehr Geld verdienen kann, oder weil es ihm ein gutes Gefühl gab und er was dazulernen durfte, was ihn irgendwie weiter im Leben bringt. Matthias Brandmüller nennt sein 72-Stunden-Business auch gerne das Kann-absolut-jeder-Methode, womit er im Grunde auch recht hat. Dennoch darf man nicht vergessen, dass man auch etwas bieten muss. Mit Nichtwissen kann man hier auch kein Geld verdienen. Abschließend kann ich sagen, dass jeder, der wirklich mit dem Gedanken spielt, im Internet ein Produkt verkaufen möchte, in Form eines Webinars oder über ein Webinar, der ist bei diesem Kurs richtig. Es werden Grundlagen geschaffen und Basiswissen vermittelt, auf dem man aufbauen kann. Der Name 72-Stunden-Business ist übrigens nicht aus den Sternen gegriffen, denn es ist tatsächlich möglich in dieser kurzen Zeit. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.